Der Kollege Lothar Binding hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht eine Bemerkung zu Ihrer Replik auf das Jahr 2000. Zwischen 2000, heute gibt es den ersten kleinen Unterschied, dass Sie damals in D-Mark gerechnet haben und heute in Euro. Es mag sein, dass man die Zahlen dann geschickterweise anpassen sollte, um der Wahrheit näher zu kommen. Und um noch einen Schritt näher zu kommen, wir haben ja damals den Spitzensteuersatz allerdings als Hochsteuerland in Europa dann auf 43% gesenkt. Die CDU wollte damals aber 36%. Von daher glaube ich, dass Ihr Argument sich irgendwie in Luft auflöst. Es scheint doch immer gut zu sein, sich noch mal genauer zu erinnern. Aber zugegeben, in Ihrer Rede haben Sie vorhin die Theorie der kalten Progression nicht falsch beschrieben. Sie haben allerdings an der Praxis, an der Wirklichkeit der Menschen vorbei gedacht, vorbei geregelt und auch vorbei geredet. Denn man muss sagen, die kalte Progression, die Sie hier abschaffen wollen, existiert in der Praxis für die Menschen nicht. Wollten Sie sie, das kann man rechnen. Wer ein bisschen rechnen kann, kann sich das leicht ausrechnen. Aber woran man das auch erkennen kann, dass Sie in Wahrheit die gar nicht abschaffen wollen, erkennt man daran, dass würden Sie das wollen, würden Sie eine jährliche Anpassung dieser Kurve vornehmen, über die wir reden, eine Rechtsverschiebung der Grenzsteuersatzkurve, komplett jedes Jahr angepasst. Und das wollen Sie aber nicht, aus guten Gründen. Und deshalb sollen Sie hier keine Chimäre aufbauen darüber, was Sie tun und was Sie nicht tun. Dahinter steckt was ganz anderes. Und ich bin froh, dass wir ja überhaupt keinen Wahlkampf haben können. Also von daher ist dieser Gedanke fernab aller Realität. Der öffentliche Dienst, der kämpft gerade um Lohnerhöhungen. Und diesen Lohnerhöhungen wird begegnet mit den Argumenten Kassen leer, kein Geld, Schuldenbremse, Bankenkrise, Europa. Da kann man so oder so denken, dass Geld für die Konzerne da war, auch für Hotels in Erinnerung gerufen. Das zeigt die andere Seite. Noch ein kleines Argument, das vielleicht einfach unsere Sensibilität an der Stelle ein bisschen illustriert. Der Bundesgesundheitsminister Bahr, der hat ein zentrales Projekt der Regierung, mit dem die Leistungen der Versicherung konsequent auf die Bedürfnisse an demenzerkrankten Menschen ausgerichtet werden sollen. Das ist ein hehres Ziel, ein gutes Ziel, klingt auch gar nicht nach Finanzpolitik. Das bedeutet zusätzlich, komme ich sofort darauf zurück, zusätzlich können Demenzpatienten ein monatliches Pflegegeld von 120 Euro erhalten. 4 Euro pro Tag. Dafür haben wir Geld. Für 5 Euro pro Tag haben wir schon kein Geld mehr. Gleichzeitig verursacht diese Regierung aber durch das jetzt vorgelegte Gesetz Ausfälle von über 6 Milliarden Euro. Und das muss man sich mal vorstellen, was hier für eine Sozialpolitik betrieben wird. Ohne jede Gegenfinanzierung, ohne Gegenfinanzierung. Denken Sie mal an Ihren Koalitionsvertrag. Auf Pump, denken Sie mal an Ihren Koalitionsvertrag. Allein in Ländern und Kommunen sind Ausfälle von 2,5 Milliarden zu erwarten, die Sie im ersten Jahr kompensieren. Aber Sie machen ja ein Gesetz auf viele Jahre. In den Folgejahren wird das nicht kompensiert. Die Kommunen und die Länder werden in große Probleme geraten. Wir fragen uns überhaupt, warum braucht eigentlich jemand dieses Gesetz? Die Steuerentlastung auf Einkommen gleicher Kaufkraft. Und darüber reden wir, das hat Herr Flossbach auch erklärt. Die Steuerbelastung auf Einkommen gleicher Kaufkraft lag im Jahr 2011 deutlich niedriger als im Jahr 1999. Das müsste man sich überlegen, was Sie dann überhaupt mit diesem Gesetz erzielen wollen. Denn in den letzten 16 Jahren gab es 10 Tarifsenkungen. 10 Tarifsenkungen in 16 Jahren und schon bisher, und jetzt komme ich ein bisschen zum Kern der Überlegung, wurde das steuerlich freizustellende sächliche Existenzminimum alle 2 Jahre neu festgestellt. Das steuerfreizustellende Einkommen wurde bis zum Jahr 2012 jetzt festgestellt und das steuerfreie Einkommen lag immer deutlich oberhalb des Existenzminimums. Wir haben den Bürgern sozusagen schon in der Vergangenheit die Gefahren, die durch die kalte Progression entstehen könnten, schon vorauseilend genommen. Es gab überhaupt keine kalte Progression. Und ich habe schon mal gesagt, rechnen Sie sich das selber aus. Sie werden merken, selbst der jetzige Grundfreibetrag von 8.004 Euro liegt noch deutlich oberhalb des verfassungsrechtlich gebotenen Maßstabs des sächlichen Existenzminimums. Und damit gibt es die
kalte Progression in der Praxis nicht, sehr wohl in der Theorie, aber ich meine, Sie wollen ein Gesetz für die Menschen machen und nicht für ein Lehrbuch, das die Menschen gar nicht erreicht. Wir erwarten auch in diesem Jahr noch ein Existenzminimum. Und diese gebotene Anhebung des Grundfreibetrags kommt automatisch, wie in der Vergangenheit. Was Sie jetzt machen wollen, ist, dass Sie bisher eine Verfahrenstechnik auf gesicherter Grundlage austauschen wollen durch eine Verfahrenstechnik, die auf Schätzungen, auf ungesicherten Daten, auf Zukunftsperspektive in einer Schätzung beruht. Und nun muss man sagen, dass wer sich um diese Art Phantomschmerz kümmert, der müsste noch einen substanziellen Grund hinzufügen, warum er dieses Gesetz unbedingt braucht. Und wenn man jetzt mal hinschaut, warum Sie dieses Gesetz unbedingt brauchen, auch auf der Grundlage der vielen gescheiterten Gesetze bisher, im Koalitionsvertrag von Ihnen steht drin, Sie wollen einen Stufentarif. Den sieht keiner, den diskutiert keiner, ist aber Vertrag. Im Koalitionsvertrag steht drin, ein Glück, ja, aber es ist ja deren Verabredung, die Sie nicht einhalten. Sie wollen Steuersenkungen, das Wort musste ja noch mal fallen, von 24 Milliarden. Übrigens, vertraglich verabredet. Ich bin ja dagegen, aber Sie haben es verabredet. Es steht im Koalitionsvertrag. Und was machen Sie jetzt? Sie kommen an bei einem Betrag von etwa 6 Milliarden, sogar über 6 Milliarden, nur um irgendwie diese Formulierung in der Koalitionsvereinbarung noch zu rechtfertigen, damit es nicht so auffällt, dass Sie die nicht erfüllen und damit der Streit, den Sie darüber haben, möglicherweise nicht öffentlich werden soll. Ich glaube, die Menschen werden das merken und dass die Restgröße der kalten Progression sozusagen dafür hinhalten muss, halte ich schon für riskant. Ich will nur eine Zahl nennen. Wenn jemand ein zu versteuerndes Einkommen hat von 25.000, den entlasten Sie jetzt mit 70 Euro im Jahr. Wer 70 Euro durch 12 teilen kann, der weiß, was das im Monat bedeutet. Und er weiß auch, was Sie mit kalter Progression und deren Gefahren für die niedrigen Einkommen tatsächlich meinen. 70 Euro geteilt durch 12. Und ich glaube, dass wir erkennen, dass das ein weiterer steuerpolitischer Rohrkrepierer wird, der sich fortsetzt in der Gesetzesserie Wachstumsbeschleunigungsgesetz, wo Sie die vererbte Unternehmenswerte nicht erfassen, also den Reichen sozusagen Geld zurückgeben, Geld schenken. Im Steuervereinfachungsgesetz ist gescheitert. Die zweijährige Steuererklärung ist daneben gegangen, musste zurückgenommen werden. Und ich glaube, wer sich die Serie dieser Gesetze anguckt, der weiß auch, warum Sie sich heute so sehr an der Theorie der kalten Progression festhalten. Leider hilft Ihr Gesetz den Menschen nicht. Und deshalb werden wir das auch ablehnen.